meine lieben C64-Enthusiasten. Ich darf heute vorstellen, das Dauerfeuermodul, hier gut zu sehen vorne im Bild, ist ein ganz tolles kleines Modul, geeignet für gerade für Anfänger oder Neuansteiger, die frisch ins Thema kommen wollen oder auch wieder zurückkommen wollen. Auch zum Löten als erstes Projekt eine prima Sache, weil man da echt nicht viel falsch machen kann. Es ist ja auch nicht viel dran zu machen. Was kriegt man nach Hause? Neben dem Modul, ich nehme das mal weg. Neben dem Modul natürlich, wenn es ein Fertigmodul ist, gibt es einerseits eine allgemeine Broschüre. Da steht ein bisschen was drin über Löten allgemein, über den Umgang mit elektronischen Bauteilen. Und dann gibt es noch die produktbezogene Broschüre, also in diesem Fall speziell fürs Dauerfeuer. Und es kommt so eine Schachtel, da ist dann entweder das fertige Modul drin oder so ein Tütchen mit Bauteilen. Das ist dann für die Bausatzversion. Ich guck mal, ob man es hinkriegt. Ja, spiegelt ein bisschen. Das sind auf jeden Fall die ganzen Einzelteile. Und das bauen wir heute mal zusammen. Und danach probieren wir es natürlich auch aus, ob es funktioniert. Dann lege ich das mal beiseite. In der Anleitung ist also genau auch wieder so eine Übersicht von den Bauteilen. Das kann man also dann schön überprüfen, ob auch wirklich alles dabei ist. Zusammenbau, nur Bausatzversion. Das Fertigmodul ist ja schon aufgebaut. Ich mache mir hier mal ein bisschen Platz. Erstmal Lötkolben anschalten. Und dann geht's los mit der Platine. So, das ist die Vorderseite, da werden die Bauteile eingesetzt. Auf der Rückseite wird gelötet. Dann fangen wir mal an. Laut Anleitung als erstes der kleine EC-Sockel. Da gibt es also eine Kerbe auf dem Platinendruck und auch eine Kerbe auf dem Sockel. Und die natürlich richtig miteinander einsetzen, dass man später auch das EC wiederum richtig an der Kerbe ausgerichtet einsetzt. Das kleine Widerstandsnetzwerk, das hat keine Polung. Das sind im Prinzip lauter Einzelwiderstände. In dem Fall 4 Stück. Das Ding hat 8 Anschlüsse. Und immer 2 Anschlüsse sind oben über einen Widerstand verbunden. Also erster Widerstand, zweiter Widerstand, dritter Widerstand, vierter Widerstand. Den zeige ich mal genauer. Und zwar ist da links so ein Punkt. Hier an dem Bein hier. Da ist so ein weißer Punkt. Der würde bei einem anderen Widerstandsnetzwerk, die nennen sich dann Parallelwiderstandsnetzwerke, die Einbaurichtung anzeigen. Bei meinen Bausätzen verwende ich diese Art der Widerstände nicht. Bei mir sind es immer Einzelwiderstände. Das heißt, es ist ganz egal, ob ich den so rum oder so rum einsetze. Es sind immer 4 Widerstände. Bei diesem Teil sind es 4 Widerstände. Es gibt auch welche mit 5. Es sind immer 4 Einzelwiderstände. Ob die linksrum, rechtsrum eingesetzt werden, ist total egal. Man kann es natürlich ästhetisch mit der Schrift nach innen machen. Dann sieht man, wenn man von hier schaut, eben keine Beschriftung. Dann lege ich mir hier so einen Schaumstoff drauf. Das ist so ein ESD-Steckschaumstoff. Und fange also an mit Löten. Jetzt mache ich das so, dass ich immer erst beim IC 2 Punkte verlöte. Und dann nehme ich mir das Widerstandsnetzwerk, verlöte da einen Punkt. Und dann schaue ich mir das erstmal an. Würde es also jetzt so Scheps stehen, dann nehme ich mir das halt einfach nur, richte es mir gerade aus. Dann kurze Fleißarbeit. So, wie man sieht, löte ich relativ zügig. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, wie er am besten zurechtkommt. Hat auch ein bisschen mit Löttemperatur zu tun. Generell zum Thema Löten gibt es natürlich viel zu erzählen. Es gibt auch viel falsch zu machen. Nicht immer nur, dass so eine Sache dann nicht funktioniert, sondern auch, wie lange haltbar sowas ist, ob das meinetwegen nach 2 Jahren schon wieder kaputt ist. Das kann durchaus auch an schlechten Lötstellen liegen, die halt über die Zeit ihren Dienst versagen. Bei guten Lötstellen passiert das eben nicht so schnell und bei schlechten passiert es schneller mal. Als nächstes das Potentiometer. Da ist natürlich nicht viel falsch zu machen, das kann man ja nicht großartig falsch einlöten. So. Trotzdem mache ich es auch hier so. Ich lege es mir erstmal hin. Und dann verlöte ich normalerweise das vordere Bein.
und schaue dann auch hier wieder, ob das ordentlich gerade sitzt, ob das flach und bündig aufliegt. Und wenn das der Fall ist, dann verlöte ich auch die anderen beiden Anschlüsse. Nächste Seite. Da geht es weiter mit LED und Kondensator. Die beiden Bauteile haben jetzt eine Polung. Da muss man also die Einbaurichtung beachten. Man sieht also jetzt hier das Potentiometer unten, das wir gerade eingelötet haben. Rechts davon ist hier die LED und die hat unten so eine abgeflachte Seite. Man sieht das hier. Diese abgeflachte Seite findet sich auch auf der LED wieder. Man kann das hier so ein bisschen erkennen, wie sich das Licht spiegelt. Die abgeflachte Seite wiederum ist auch die mit einem kürzeren Anschluss. Bei dem Kondensator ist es ähnlich. Das Pluszeichen kennzeichnet die positive oder den Pluspol des Kondensators. Beim Kondensator selber ist es genau andersrum. Da ist also der Minuspol gekennzeichnet. Auch hier ist es dann so, dass die Beine unterschiedlich lang sind. Und zwar auch wieder der Minuspol, also der gekennzeichnete Pol, ist der kürzere. Hier fange ich dann mit der LED an. Mit dem kurzen Bein Richtung Potentiometer oder eben, wie gesagt, mit der flachen Seite. Ganz reindrücken, die soll satt auf der Platine aufliegen. Beim Abknipsen, nicht einfach abknipsen, sonst schießen die Drähte sonst wohin. So ein Draht, der kann ja ganz schöne Geschwindigkeit erreichen bei diesem Abknipsen, also das kann echt wehtun. So, dann habe ich so ein kleines Schälchen, da schmeiße ich meine Abfälle rein, dann liegt mir hier auch nichts rum. Beim Kondensator, gucken, Minuspol, Pluspol, hier ist der Pluspol bezeichnet, beim Kondensator der Minuspol, also entsprechend einfädeln, auch wieder flach aufsetzen lassen. Dann auch wieder das erste Bein. Kurz schauen, ist das Ganze gerade? Ja, sieht gut aus. Dann das zweite Bein. So. Und auch wieder abknipsen. Als nächstes kommt der Schalter. Das ist einfach nur ein ganz normaler Links, rechts, Hin- und Her-Schalter, einfach nur ein Wechselschalter. Auch da Einbaulage total egal. Da mache ich es auch so. Erstmal das mittlere Beinchen, den mittleren Pin anlöten. Kurz gucken, dass das Ganze halbwegs gerade ist. Wenn es nötig ist, kann ich hier mit der Hand nochmal, also ein bisschen nachdrücken. Machen wir die Lötstelle nochmal warm. Und dann spüre ich am Finger, ob es schon drin war oder ob es noch ein Stück reingegangen ist. In dem Fall saß es schon ganz gut. Dann auch die anderen beiden Beinchen verlöten. Mittlerweile sieht das Ganze also so aus. Dann kommen schon die beiden Buchsen. Die kann man auch nicht vertauschen. Hier sind so Widerhaken drin und die entsprechenden Löcher. Jetzt muss man beim Einsetzen nur so ein bisschen gucken, dass sich das schön einfädelt, weil es halt viele Kontakte auf einmal sind. Wenn die Pins mal so ein bisschen verbogen sind durch den Transport oder wie auch immer, dann natürlich entweder direkt mit dem Finger, man kann die leicht bewegen, etwas ausrichten oder mit einer kleinen Spitzzange. Wieder erstmal einen Punkt anlöten, einen Pin irgendwo in der Mitte den und dann gerade bei der Buchse ohne Widerhaken. Kann natürlich sein, dass die sich jetzt so ein bisschen, genau hat sie hier auch, so ein bisschen verschoben hat. Dann auch wieder einfach mit dem Finger nachdrücken, den Lötpunkt nochmal erwärmen. Zack, und schon rutscht da rein. Und jetzt sitzt er auch gerade. Jetzt kann man natürlich mal gucken, dass es auch schön fluchtet. Also nicht, dass die Buchse jetzt mal wegen so schräg sitzt oder so, also so drauf sitzen würde. Dann gibt es wieder die Fleißarbeit des Lötens. Einfach nacheinander alle Punkte verlöten. Bei diesen Widerhakengeschichten, da ist es natürlich so, da braucht es jetzt etwas mehr Lötzinn und auch eine etwas längere Einwirkdauer. Dann geht es hier weiter. Damit sind die Lötarbeiten dann auch schon abgeschlossen. So sieht das Ganze dann aus. Was ich nach dem Zusammenlöten noch mache, ich nehme mir so eine ESD-Bürste und gehe da mal drüber, einfach mal abschrubbeln. Einerseits kommen so ein bisschen vom Flussmittel die Spritzer weg, schaut das Ganze ein bisschen sauberer aus. Und sollte sich doch irgendwo ein Lötspritzer noch befunden haben, der zwar nur
dran klebt, aber möglicherweise doch eine elektrisch leitfähige Verbindung, also einen Kurzschluss zwischen zwei Pins darstellt, dann kriegt man die normalerweise auch so ganz gut weg. Dann geht es eigentlich schon ans Finalisieren. IC einsetzen. Beim IC jetzt natürlich darauf achten, dass die Kerbe mit der Kerbe im Sockel übereinstimmt. Ich mache es also so, ich setze das in eine Pinreihe ein und drücke dann behutsam natürlich mit beiden Fingern, mit beiden Daumen in diese Richtung, sodass ich dann, wenn es genügend auf diese Seite gebogen ist, dass dann die andere Seite einfach reinflutschen kann. Dann kommt als nächstes dieses Rändelrad für das Potentiometer. Das wird also da nur aufgeklipst, einfach drauf. Ich würde halt empfehlen, dass man das Rändelrad auf diese Position setzt, so wie eben das Potentiometer ganz links steht. Dann hat man nämlich jetzt die kleine ästhetische Geschichte, dass der Pfeil in der Mitte steht, wenn man es so rumdreht. Ansonsten würde der Pfeil auch in der Mitte stehen, aber dahin zeigen, wenn man es jetzt um 180 Grad verdreht eingesetzt hätte. Dann einfach nur reindrücken, bis es ganz eingeschnappt ist und dann ist das erledigt. Als letztes wäre nur noch die Geschichte mit dem Fuß. Auf der einen Seite einfach nur die Schraube reindrehen, das ist dann die, auf der der Fuß auf dem Tisch aufliegt. Und dann mit der Schraube, das ist so ein bisschen tricky, da brauche ich tatsächlich einen Schraubendreher, um da reinzukommen. So, einmal die Schraube einsetzen, festhalten und den Fuß draufschrauben. Und damit ist der Aufbau fertig und wir kommen zum Testen.